größten Raubzug der Geschichte machte und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Kinderspiel. Bingo. Und weiter geht's. Okay, damit wird es klappen. Auf geht's! Seil am Pfosten. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Auf nach oben. Thank you.
Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay, wo lang? Ich muss da hoch. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Ja, wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Das ist ziemlich cool. Oh Mann, Sam verpasst echt was. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Wo ihr Sweet. Okay. Wo fange ich an? Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Aha, da ist die andere Hälfte. Also dann. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Nein.
auch nicht. Nichts. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Ah, nein. Nein. Leider nein. Der ist es auch nicht. Und die römische Zahl 2. Ah, nein. Habe ich was auf dem Brief übersehen? Schütze, römische 10. Römische 10. Nichts. Was stand noch mal im Brief? Das Skorpionzeichen und eine römische 2. Die römische Zahl 2. Nein? Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. Zehn und 2. X und II. Sieh sich das einer an. Digna factis recipimus. Huh.
Das muss es sein. Dann mal zurück. Aufpassen. Und abwärts. Und jetzt. Auf Wiedersehen, Schulter. Das ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Nein! So muss es laufen. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? War alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war er nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Ja. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Na. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Me puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht.
Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Es ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen... Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Hey, ¿vas tú vas? ¡Tú no te metas! Ok. Du hast dich auch nicht angeboten. Dafür ist keine Zeit. Zeig's mir! Mir geht's gut fürs Erste. Ziehen und schlagen! Ziehen und schlagen! Rompale la pierna! Hora de irse, gringo. Sam! Auf ihr Hilfe! ¿Estás muerto? ¡Hey! ¡Hey! ¡Lass los! Gut, espera. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. ¡Aliense!
es esto? ¿Eh? Dame. Ist das Schmuggelware? Vargas. Cállate! Für wen hältst du dich? Llevo su celda. Trae a los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Kamerad! Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Verdammt nochmal. Rafe, wo gehen wir hin? Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt darunter. Aber das ist der Boot da. Keine Ahnung. Gehen wir nach los. Scheiße! Sackgasse! Das Fenster! Nathan, hilf mir mal! Beeilung! Ich sehe den Leuchtturm nicht. Räumen wir auf!